Tableau und studiere Maschinenbau. Ich bin die Scholastik, ich studiere Elektrotechnik und Informationstechnik. Ich bin Laura, ich habe allgemein Maschinenbau studiert. Mein Name ist Florence, ich studiere Computing and the Humanities. Ich bin die Miri, ich studiere Elektrotechnik und ich kann es nur empfehlen. Also macht Spaß, Mädels, traut euch einfach, die Männerwelt aufzumischen. Die ist ein Karriereauftakt für junge MINT-Studenten am Ende ihres Studiums. Mit der MeetMe vernetzen wir auf der einen Seite Studentinnen untereinander. Wir bieten ihnen Workshops zum Thema Karriereentwicklung und wir vernetzen sie mit den Praktikpartnern in Speed Datings. Ist wichtig, weil hier die jungen MINT-Studentinnen viele andere Frauen kennenlernen, die ebenfalls MINT studieren, und das bestärkt sie in ihrem Studiengang. Jetzt wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg für die weiteren vertiefenden Workshops und den Markt der Möglichkeiten und natürlich das Speed Dating. Viel Erfolg! Mein persönliches Highlight ist tatsächlich der Vortrag von der Nicole Tegeler gewesen. Ja, richtig klasse. Mein persönlicher Tipp für die jungen Studentinnen, ich möchte Frauen befähigen, dass sie den Wunsch verspüren, sich zu äußern, dass sie die Menschen erreichen, dass sie in einen guten Dialog gehen, dass es keine Unsicherheit gibt. Die Stelle, die zu mir passt, die passt zu meinem Bauchgefühl. Also wenn ich schaue, was kann ich denn eigentlich gut, was sind meine Stärken, da kann man ganz gut erkennen, was auch zu mir passt. Ich würde jungen Frauen raten, möglichst viel auszuprobieren und sich nicht abschrecken lassen von Gedanken oder Statements von anderen, was man vielleicht nicht kann oder was man als Frau nicht kann. Einfach mutig sein, Dinge angehen. Ich habe schon öfter gehört, dass so ein Frauennetzwerk einem auch ziemlich helfen kann. Auf jeden Fall möchte ich mehr an sowas teilnehmen, wo man eben auch Frauen sieht, weil ich dann auch Vorbilder sehe, die in so Stellen sind, die ich mir vorstellen könnte. Es hat sehr viel Spaß gemacht, viele unterschiedliche Unternehmen kennenzulernen und zu sehen, was die eigentlich alles machen. Ich bin gerade auf Jobsuche, ganz aktuell. Das heißt, ich habe ganz viele Eindrücke erstmal bekommen, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt. Auch erfahren, dass ich wohl sehr attraktiv war. Ich habe mich total gefreut, 120 Ingenieurinnen kennenzulernen. Ich habe mit so vielen motivierten Frauen gesprochen. Die Zukunft bringt auf jeden Fall viel für die Frauen, weil überall wird gesucht und so eine Plattform für Frauen einfach zu bieten, wo sie die Möglichkeit haben, sich durchzusetzen, das finde ich super. Das ist sehr, sehr wichtig, gerade im Forschungsbereich, Wissenschaftsbereich Frauen anzusprechen. Das ist Potenzial da und das Potenzial muss man wecken. Wir waren heute zum dritten Mal schon bei der MeetMe, weil es ein gutes Konzept ist, es macht Spaß. Man lernt an einem Tag in kurzer Zeit ganz, ganz viele Studentinnen kennen. Ich denke, dass die Zukunft vor allem bei den Frauen liegt. Und das ist generell der Zeitpunkt im Moment, wo wir jetzt dringend was dran ändern müssen, dass die Zukunft sich zu den Frauen hin entwickelt. Das war für uns an sich als Praktikpartner eine super tolle Erfahrung, dadurch, dass wir ja natürlich sehr viel von den Studentinnen gelernt haben, was die Bedürfnisse so sind. Und wir hatten das Gefühl, dass wir uns da ganz toll einfach platzieren konnten und super netzwerken konnten. Und daher wirklich eine tolle Veranstaltung und wir sind gerne nächstes Jahr wieder dabei.